Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Myst Survival. Heute ist Tag 7 der Woche und wer mitgezählt hat, weiß genau, was heute ansteht. Genau, heute geht es in den Tunnel und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Und ich bin gespannt. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wir spielen ja mit Pfeil und Bogen. Ich nehme die Handgranaten mit für die Reserve. Ich habe alle möglichen Pfeile dabei. Ich habe hier nochmal ein paar von uns und wir haben auch hier, muss ich mal rausgehen, wir haben auch hier unseren Köcher gefüllt. Ja, nicht ganz hundertprozentig, aber jetzt haben wir das erreicht. Gut, okay, also wir haben hier die normalen Pfeile. Ich habe dann hier die Stufe 2 Pfeile mit den Metallspitzen. Dann haben wir hier ein paar Carbon-Pfeile, Explosivpfeile, Handgranaten und ja, und ein bisschen Ausrüstung. Ne? Mal gucken, wie weit wir damit kommen. So, das mache ich mal so und das mache ich mal so, genau. Okay, gut. Als erstes hier unseren Freund, ne? Der ist ja immer bereit, uns zu folgen. Das ist eine Symbiose über Jahrtausende erschaffen. Wunderbare Sache. So, dann bist du ein bisschen gepanzert, damit du nichts abkriegst. Und jetzt kann ich auch mal schauen. Ja, Essen. Wir müssen für dich Essen organisieren. Wasser weiß ich nicht genau, wie das bei dir läuft. Ich glaube, Wasser ist noch nicht so im Spiel. Bin ich mir nicht sicher. Stamina weiß ich auch nicht, ob die bei dir runtergeht. Werden wir sehen. Ich werde auf alle Fälle jetzt mal etwas trinken. Das werden wir noch machen. So, dann sind wir auf der Seite schon erstmal sicher. Und dann schauen wir weiter. So, das haben wir. Sehr gut. Okay, dann fülle ich das nochmal auf. Ja, hier werden wir auch demnächst, heute, spätestens morgen früh, werden wir hier mal neues Wasser ansetzen müssen für den Fall der Fälle. Und ich nehme noch eine Dose zu essen mit, nicht zu trinken. So, ich denke, das ist ganz okay. Die tun wir mal hier hin. Damit hätten wir das. Ja, die NPCs. Der Scott steht hier, die Rachel steht da, wo die Jen ist, weiß ich nicht. Ich habe schon mal geschaut, aber keine Ahnung, wo die ist. Vielleicht ist sie wieder weg. Nee, also in der Hausanzeige wird sie noch angezeigt, aber ich weiß nicht, wo sie hin ist. So, ich denke, wir haben alles dabei. Tja, Molotow-Cocktails haben wir im Auto. Ich habe jetzt auch keine nachgemacht. Wir haben wir 3, 4 Stück oder so, ich weiß es gerade gar nicht. Muss mal kurz schauen, wo sie sind. Da sind sie, die 4, die nehme ich gleich mal an den, an die Person. So, ansonsten haben wir alles mehr oder weniger ausgeräumt. Und Licht können wir mal ausmachen. Der Leo ist auch da. Die Weste ist super. Die gefällt mir. Sehr schön. Na, alles klar. Ja, ich weiß, der hängt die Zunge raus. Du willst was trinken. Aber da musst du dich mal selber kümmern. Ne? Wir wohnen ja hier am See. Also noch besser geht es ja fast gar nicht. Und ja, Essen muss ich dir auf alle Fälle organisieren. Mal sehen, wie es heute aussieht, wie weit wir kommen, was wir überhaupt hier machen. Denn ich habe nämlich keine Ahnung, wie es wird. Na, da lassen wir uns mal ganz überraschen. Ich weiß, dass es einen Endgegner gibt, sowas wie einen Boss. Ja, die, die das Spiel kennen, die kennen den wohl. Ich kenne ja das Spiel nicht von vorher. Deswegen lasse ich mich da einfach mal überraschen und ich hoffe, dass das okay ist, die Waffen, dass wir ihn damit besiegen können. Ansonsten hätten wir im Auto, ja, Sturmgewehre mit gut 100 Schuss. Ob das reicht? Keine Ahnung. So, müssen wir mal einen Weg hier nach unten finden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war der falsche Weg. Warte mal. Gibt es hier nicht was Sanfteres? Vielleicht das hier? Das sieht doch gut aus. Na, siehst du. Wow, das war ja. Ups. Ja, Glück gehabt. Ja, Glück gehabt. So, okay. Ja, zur Not haben wir hier einen Wagenheber dabei, aber ihr wisst ja, wie es ist. Seit wir den gebaut haben, in der ersten Verfilmung hier, da war es dann auch so, dass wir ihn gebraucht haben. Das ist immer so ein böses Omen. Ja. Aber egal. Gut, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich hoffe, dass wir mit den Pfeilen hier drin klarkommen. Ich habe 10 Explosionspfeile dabei und ein paar Carbon, also auch ein paar verbesserte. Ich habe keine Feuerpfeile, sowas habe ich noch nicht hergestellt. Ja, gut, also. Ja, das wäre dann unsere Reserve hier. Und ja, das muss einfach reichen. Gut, ich würde jetzt eigentlich gerne. Na, für Essen ist eigentlich noch zu früh. Wie sieht denn unsere Ausrüstung aus? Haben wir was angelegt?
Equipment. Ja, es wird sich bald verbrauchen, aber ihr seht ja, wir haben hier noch was. Je nachdem, auf was wir hier für Feinde treffen, wird es wohl nicht lange dauern, bis das weg ist wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. So, pfeilmäßig läuft. Wir haben den Speer dabei, wir haben die normalen Pfeile. Wir haben den besseren Bogen. Der soll ja mehr Schaden machen. Nun ist die Frage... ich würde es natürlich gerne mal mit dem Einfachen hier probieren. Und... ist was? Hallo? Hast du was gesehen? Nee, ne? Hast nichts gesehen. Gut, okay. Ja. Ist das hier schon das Omen? Naja. Okay, hier gibt es auf alle Fälle Zucker. Okay. Na gut, ob ich das jetzt brauche? Weiß ich nicht. Was liegt denn hier? Eine Machete. Oh, schön. Ja, da hätten wir noch eine Nahkampfwaffe. Okay, gut. Dann, ja, kann man mal so mit dazu tun hier. So. Da gibt es nichts. Hier liegt einer. Ein Reifen. Brauche ich noch einen Reifen? Mensch, mir sammelt schon wieder alles ein. Der sieht nicht so aus, als ob er es geschafft hätte. Naja. Gut. Okay. Was gibt's hier? Sollte man hier reingehen? Wie wär's, wenn du eigentlich mal vorgehst? Du bist hier der Mutige von uns zweien. Weil du der NPC bist. So, okay. Wir sind schon wieder völlig überladen. Und da haben wir gerade mal drei Dinge aufgenommen. Aber wenn du hier halt so vollgepackt reingehst, ist kein Wunder. Oh wow, was ist denn das? Ein Riesennest? Helfen unsere Molotows? Ich weiß es nicht. Wollen wir nicht andere Mal hier reingehen? So, was ist hier? Okay. Wow. Eine Tür. Naja. Da ist ein Gang. Steht hier einer? Nee. Da steht auch keiner. Sag mal, Leo, eigentlich, wie gesagt, du müsstest hier mal vorgehen. Du hältst dich sehr dezent zurück. Muss ich mal sagen. So, was gibt's denn hier? Gibt's hier was? Was war denn das? Was? Brauche ich doch nicht. Ich habe das doch. Das kann ich doch herstellen, oder? Okay, aber egal. Danke für die Info. So, was hat denn hier so geschnackelt? Was? Gut, gut. Okay, wir machen mal die Tür auf. So, ich glaube, so funktioniert es nicht. Ja, hoffentlich funktionieren unsere Waffen. Okay. Doing. Okay. Ich übe noch. Bist du denn schon? Bin mir nicht so sicher, ob du schon... Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, ne? Ich glaube, das sollte eigentlich aus seinem Hals kommen. So, ich gehe nochmal raus. Aha, siehst du? Bisschen. Nö, nö. So nicht du. Aber warte mal, wir können mal was probieren. Ich weiß zwar nicht, ob das eine gute Idee ist. Okay, war keine gute Idee, glaube ich. Bin mir nicht sicher, habe ich den Arm getroffen? Nicht ganz.
Der hat uns getroffen, ne? Ja. Versorgt unsere Ausrüstung. Okay. Na, du bist aber gut hier. Okay, die ist runter. Ich nehme mal eine neue. Okay, was haben wir? 4 Treffer. So, und nu, was kriege ich jetzt dafür? Nichts. Hm. Hallo? Kann ich mir hier was abschneiden? Kann ich mir was abschneiden? Ich brauche hier eine Trophäe. Na egal, scheint nicht so zu sein. Sammel das mal hier ein, was es hier auch immer Schönes gibt. Was haben wir da noch? Kann man die Kiste mitnehmen? Nee. Ja. Gut, haben wir das auch geklärt. Ich weiß es nicht, haben wir 2 oder 4 Pfeile verschenkt oder haben wir gar nichts verschenkt? Kann es gerade nicht sagen. Gut, wo bist denn du hier? Du hältst dich sehr dezent zurück, mein Guter. Also es ist wirklich phänomenal. Also wenn ich dich nicht mitgenommen hätte, wäre es auch kein Problem gewesen wahrscheinlich. Ja, ich weiß, ich muss dich auf Angriff schicken, aber ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Feuerausgang. Notausgang. Okay. Keine Ahnung. Im Keller lauert der Schlechter, heißt es ja immer. Tür zu. Ach, da guck mal einer an. 2 Klei. Da fällt mir gerade ein, in der Werkbank gab es doch dieses Schild, was man bauen kann. Bringt das was? Hat das schon mal jemand gebaut von euch? Könnte man das dann hier aufstellen als so eine Art ballistischen Schutz? Jo, Fifi. Was ist denn, wenn ich dich in den Angriff schicke? Oh, die schießen wirklich bis her, hä? Krass. Ja, Attacke. Also kein Bock, hä? 2er gleich, das ist natürlich absolut ungünstig. Was haben die uns schon? Ja, ein bisschen haben sie schon, ne? Oh, wow. Ups, wo steckt denn der? Ja, die ist weg. Nee, warte mal, einen habe ich noch. Einen habe ich noch, den nehmen wir. Nee, 2 habe ich noch, siehst du. Egal, ich mach das jetzt mal. Irgendwie muss das ja hier funktionieren. Ja, man könnte es natürlich jetzt auch mit Explosionsfallen oder so machen, aber macht ja dann vielleicht auch keinen Spaß, ich weiß es nicht. Man könnte den besseren Bogen nehmen, aber ich will es eigentlich mal mit dem machen.
Turnier da rein. Das ist er wieder. Wo sind denn meine Pfeile? Ach, Mann. Und die kriege ich auch nicht hier. Okay. Was muss ich jetzt? Bringt das was? Ich habe keine Ahnung. Deswegen testen wir es einfach mal. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Okay, ich glaube, das können wir uns schenken. Mir kommt er bestimmt auch nicht hoch. Und der Hund ist für mich gerade irgendwie sehr sinnfrei. Haufen Pfeile haben wir verschwendet. So, legen wir doch mal eine Rüstung an. So, das passt. Handschuhe haben wir auch aufgebraucht, oder? Ja, sieht's aus. Gut, okay, ich würde sagen, ich esse mal was. Nehmen wir die große Dose. So. Trinken wir noch was? Und dann, wenn es hier nicht weitergeht, wird es wahrscheinlich in den Keller runtergehen. Und wie gesagt, im Keller lauert ja. Naja. Egal. Gut, wir probieren das einfach mal. Und wenn es nichts ist, dann ist es eben nichts. Und jetzt muss ich mal schauen, wie viel. Entschuldigung, wie viele Pfeile ich habe. Ja. Gut, ich wechsle mal auf einen vollen Köcher. Das sieht nicht gut aus. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich dich eigentlich hier lassen will. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh. Ups. Alter, hast du eine Meise? Was? 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 Was stimmt denn bei dir nie? Hier, ich bin gar nicht da. Was ist denn bei dir kaputt? Stirb doch selber. Oh oh.
Tja, keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Kann man den überhaupt mit Pfeil und Bogen machen? Okay, er hat zumindest gezuckt, glaube ich. Also. Oh. Ja klar, dreh dich da immer rum. So, was nehmen wir denn jetzt? Jetzt nehmen wir hier die Guten. Ja, dann machen wir die halt mal, ist ja egal. Vielleicht haben wir Glück und wir bekommen wieder welche. Och, der Bogen. Der Bogen hat sich verabschiedet. Sehr gut, dann nehmen wir jetzt mal hier den Rambazamba. Wo ist er denn? Boah. Dass er immer die Schulter wegdreht, wenn ich gerade dabei bin, ne? Haben wir ihn besiegt? Besiegt oder ist er geflohen und will uns woanders auf den Nerv gehen? Oh schön, ich krieg meine ganzen Pfeile wieder. Danke. Also dafür bin ich schon dankbar. Das muss ich mal sagen. Sieht das hier aus wie ein Rätsel? Ich sehe das gerade, schaut mal. Was ist denn das? Das wird bestimmt mal ein Rätsel werden, wenn das nicht schon eins ist. Okay, was haben wir hier? Ich sammle jetzt mal hier ein. Hier haben wir gar nichts. Das ist ja toll. Und ist er jetzt besiegt oder ist er nicht besiegt? Hier, Fifi, warte mal hier. Das ist einfach zu gefährlich. Das ist mir nichts. So, warte mal. Ich tue mal hier den Köcher wieder abmunitionieren. Und wir schauen mal, was wir zurückbekommen haben. Okay. Einen haben wir eingebüßt, kann das sein? Ja, einen haben wir eingebüßt und die anderen sind mir eigentlich egal. Die Holzpfeile sind mir egal, aber die anderen, die Carbon, ich glaube die Carbon, die gehen ja auch nicht kaputt, ne? Die kriegst du immer wieder, aber das weiß ich nicht genau. Haben wir hier noch irgendwo anders einen hin verschossen? Steckt hier noch einer an der Decke? Aber da käme ich sowieso nicht ran. Aber schön, dass er hier nicht reinkam. Das ist ja mal echt nett gemacht. Ich schaue nochmal hier. Nee, das war er nicht. Schade.
Na gut, einer kann ja auch mal, na? Und ich gehe mal davon aus, wir kriegen die auch wieder. Siehst du, wenn du ein bisschen suchst, findest du auch was. Also wir kriegen die auch wieder, wenn wir die Camps wieder überfallen. Aber die Karbonen sind mir schon ein bisschen lieb und teuer. Deswegen habe ich die auch nicht. Bei mir ist immer meistens so, die guten Waffen, die verwende ich nicht so gerne. Weil die hebe ich mir auf und meistens ist alles vorbei und dann habe ich die guten Waffen immer noch. Schade. Okay, also scheint so, als hätte man einen Karbonpfeil eingebüßt, aber ich glaube, das ist nicht das Problem unbedingt. Wir haben jetzt auf jeden Fall. Das sind 8. Gut. Keine Ahnung. Der Ausgang ist da. Was? Gasmaske? Warnung? Abfall. Okay. Okay. Na, ich bin mal gespannt. Oder war's das? Ich weiß es nicht. Also hier scheint es so, als würde es hier nicht weitergehen. Das wird mal in Zukunft was werden. Auf alle Fälle haben wir den wohl besiegt, wie es aussieht. Wir haben den wohl doch besser getroffen in den Arm, als ich gedacht hätte. Meistens ist es ja in solchen Spielen so, dort wo es leuchtet, sollst du draufhauen. Ja, und dann. Aber hier das mit dem Rohren, das sieht wie ein Rätsel aus irgendwie. Also welcher Handwerker baut so? Das könnte vielleicht mal was in der Zukunft werden. Ich weiß es aber nicht. Gut, also einen Pfeil haben wir eingebüßt. Den haben wir wohl. Weiß nicht, ob wir den besiegt haben oder ob der sich nur aufgelöst hat. Für mich sah es aus, als ob er sich zurückzieht. Wir können mal oben schauen, ob das Nest oben noch da ist. Ich wüsste jetzt nicht, was wir hier drin noch machen sollen. Weiß ich nicht. Na, und du, willst du mitkommen? Hast du Bock? Folgst mir mal. So. Stehe ich eigentlich wieder jetzt. Nicht, dass hier noch einer auf uns wartet. So, wir schauen noch mal. Die sind wieder da. Hier hängt noch ein Pfeil von mir. Kann ich den noch mitnehmen? Tja, ich weiß jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir die jetzt erst besiegen? Zickzack. Und unser Hund will nicht mitkommen. Das ist ja der Hammer. Also, ja, das mit dem Hund ist nicht ganz so ideal, finde ich. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt passt. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Da ging es auf alle Fälle, würde ich sagen, nicht weiter. Muss ich die jetzt machen? Weiß ich auch nicht. Und das Schöne ist, wir haben doch unsere Sprengpfeile. Da bin ich eigentlich ganz begeistert. Waren wir hier drin? Ja, hier waren wir drin. Ich glaube, hier hat man die Machete oder so, ne? Oder war das hier mit der Machete? Ist eigentlich auch egal. Ich würde mich gerne mal freuen, wenn der Hund mitkommt. Gut, ja, Tunnel, nett. Ich vermute mal, der verschwindet dann. Und dann kannst du den später nochmal bekämpfen. Ich glaube, dass er sich nur taktisch zurückzieht. Da ist er doch, siehst du. Weil für mich sah es eher nach einer Flucht aus, nicht nach einem Tod. Na, außerdem haben wir keine Überbleibsel. Schön ist, dass ich meine Pfeile fast alle wiederbekommen habe. Zumindest die Carbon. Das ist sehr nett. Und ich glaube. Ich hatte so den Eindruck, wenn du den Arm triffst, diese mutierten Arm, dann tut ihm das weh, hat er so kurz gestockt. Ansonsten am Körper ist es ihm wahrscheinlich wurscht, das war so mein Eindruck. Und wenn der Arm glüht, ist es umso besser. Ja. Vielleicht ist das aber auch der dezente Hinweis, wo man hinschießen sollte. Das kann natürlich auch sein. Und wo fahre ich überhaupt hin? Wir fahren mal hier unten den Weg lang, der ist einfach einfacher. Ja, ansonsten weiß ich auch nicht so richtig.
was ich jetzt davon halten soll. Also, falls ich was falsch gemacht habe, bitte schreibt es mir mal in die Kommentare. Der ist auf alle Fälle abgehauen. Wir haben gewonnen. Und ich denke, dass es das... Upsala! Für den Moment erstmal dort ist im Tunnel. Und es könnte sein, oder es wird wohl so sein, dass es dann dort weitergeht. Wir haben die schwarze Wand dort, wird der Tunnel weitergehen. Und dann kann es sein, dass wir den auf einer anderen Ebene wieder bekämpfen. Ich bin froh, dass es... Ich bin froh, dass es diesen Raum dort gab. Da bin ich ganz ehrlich. Weil ohne den Raum weiß ich nicht. Ja, den Stein ausweichen, das mag noch gehen, aber wenn der schießt, puh, das kann heftig werden. Und ohne die Schutzausrüstung, ja gut, wenn wir in dem Raum waren, war das okay, ne? Aber davor, ich weiß nicht so richtig. Ja. Und worüber ich jetzt eigentlich nachdenke, ist die Zeichnung nochmal. In dem Banditenlager auf der Kreuzung war das. Da war diese Zeichnung von diesem wie so einem weißen Haus mit dieser runden Wölbung. Also das Haus gibt es hier nicht, aber da ist ein Schatz, da ist eine Waffenkammer oder ein Essenslager ist dort, ein Safe war dort. Und ja, ich sage jetzt nicht, dass es das weiße Haus war, aber wie gesagt, wenn der Entwickler hier wieder was veröffentlicht, wird es sicherlich wahnsinnig interessant werden. Vielleicht kommt dann mal neuer Content, also in Form von dem, was er auf seinen Zeichnungen so ein bisschen andeutet, weil das kann durchaus echt interessant sein, ne? So, die mache ich jetzt mal weg hier. Unser Bogen ist auf alle Fälle aufgebraucht. Ja, für eine Aktion hätten wir wahrscheinlich noch Rüstung. Das könnte man noch mal machen. Falls wir dort nochmal rein müssen. Wie gesagt, hinterlasst mir mal bitte eine Nachricht, ob ich alles richtig gemacht habe. Oder ob ich dort noch hätte was abstauben können. Das wäre natürlich jetzt äußerst schade. Und ich weiß auch nicht, und ihr könnt mir auch mal hinterlassen, ob der jetzt für immer weg ist. Oder wenn wir jetzt wieder dorthin fahren, ob der wieder da ist. Ja, so wie beim Berserker. Und ja, ansonsten weiß ich auch nicht. Ja, ist eine nette Sache. Der macht auf alle Fälle Spaß und vor allen Dingen schießt er auch. Und der trifft auch sehr gut. Wie gesagt, ich bin froh, dass es den Raum dort gab. Und wir wären da selber fast kaum reingekommen, aber mit Ducken geht's halt manchmal, ne? Und schön, dass der dort nicht reinkommt. Und schön, dass wir auch die Pfeile gespart haben. Die Explosionspfeile. Und von den Carbonen haben wir einen eingebüßt. Wo der sein soll, weiß ich nicht. Vielleicht ist er irgendwo durch die Wand geklitscht. Ist aber auch egal. Vielleicht hat er mitgenommen als Andenken. Vielleicht steckt er aber auch tief in seiner Wunde drin. Den hat er nicht rausbekommen. Alles Fragen ohne Ende. Und ja, ich bedanke mich auf alle Fälle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch heute gefallen zum Sonntag. Und dann sage ich bis demnächst. Auf bald und ciao, ciao.